Am Abend des Landesparteitags der AfD am vergangenen Wochenende besucht eine Gruppe junger Mitglieder der AfD und der Jungen Alternative im mittelfränkischen Greding eine Kneipe. Dort kommt es zu dieser Szene. Rassistische Parolen. Ein Zeuge beschreibt dem BR die Situation so. Es waren 15 bis 20 Leute, die dann in der Mitte von der Bar da zum Hupfen und zum Klatschen angefangen haben und dazu die Deutschland den deutschen Ausländer raus die ganze Zeit geschrien haben. Und ich war absolut schockiert, dass ein Mob so in die Öffentlichkeit gesehen. In der Gruppe auch zwei bayerische AfD-Landtagsabgeordnete, Franz Schmid und Benjamin Nolte. Dieser antwortet auf Anfrage, er könne zu den konkreten Gesängen und Personen nichts sagen. Nun ermittelt der Staatsschutz. Die Zeugenvernehmungen haben jetzt angefangen. Wie viele es in Summe bis dato sind, kann ich Ihnen momentan noch nicht sagen. Wir werden aber alle verfügbaren Zeugen, die auch zu dieser Nacht etwas sagen können, hören. Zudem wurde bekannt, in der Bar und auf dem Parteitag waren auch Mitglieder der als rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung. Die AfD versucht, die Belege in Zweifel zu ziehen. Wenn ein AfD-Mitglied darunter wäre, würde das zu Konsequenzen führen. Aber bis dato ist selbst der Polizei nicht bekannt, dass ein AfD-Mitglied dabei war. Die Polizei dagegen bestätigt, es lägen Anhaltspunkte vor, die naheliegen, dass es sich um AfD-Mitglieder gehandelt habe. Die Landtagspräsidentin verurteilt den Vorfall. Der Vorgang an sich ist einfach inakzeptabel und ich hätte erwartet, dass Abgeordnete eines Parlaments da einschreiten und das zurückweisen. Das haben sie nicht getan. Insofern ist das auch inakzeptabel. Ob so ein Fall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte, ist unklar.